Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und heute zeige ich euch, wie ihr super coole Batikmuster auf Küchenpapier mit Wasserfarbe selber machen könnt. Das geht ganz einfach und was ihr da genau für braucht und wie es geht, seht ihr jetzt. Für diese coole Technik braucht ihr natürlich einmal Wasserfarbe. Ich habe hier 4 Farben, Rot, Lila, Grün und Blau und 2-mal Wasser. Einmal eine größere Schale und dann hier den Becher, um meinen Pinsel immer auszuwaschen. Und ihr braucht natürlich entweder Taschentücher oder Küchenrolle. Ich nehme in diesem Fall Küchenrolle und ihr braucht kleine Gummis. Ich habe hier diese süßen Loom-Gummis in Gelb und Rot. Die sind dafür total praktisch. Ihr könnt aber auch andere kleine Gummis nehmen. Dann nehme ich direkt einmal die Küchenrolle und fasse sie in der Mitte an. Einfach so schätzen, wo wohl der Mittelpunkt ist. Und von dort aus ziehe ich das Ganze zusammen. So, dann kommen schon die Gummis zum Einsatz. Ich brauche nur 2 Stück und die wickle ich jetzt hier drum und binde das Ganze damit zusammen. Schön eng. Und ein zweites etwas weiter unten. Ihr könnt natürlich auch nur 1 machen oder ihr macht noch mehr. Ganz wie ihr Lust habt. So, damit sind die Gummis auch dran. Und ich gebe das Ganze einmal in mein großes Wasserglas, damit es schön nass wird. Und dann bringe ich es auch wieder vorsichtig aus, damit es nicht mehr ganz tropfnass ist. So. Wenn es nass ist, verläuft nämlich die Farbe einfach besser. Und ich starte einfach mal mit Hellblau. Und bemale damit hier unten die Spitze. Ich kann es auch noch mal zusätzlich so ein bisschen anfeuchten, damit sich die Farbe auch richtig schön verteilt. So, und dann kommt die zweite Farbe, dann nehme ich jetzt mal das Lila. Und damit bemale ich hier die Mitte. Auch wieder schön viel Wasser dazugeben. Und dann natürlich noch die letzte Farbe, das wird bei mir das Rot. Ich habe einmal zu einem größeren Pinsel gewechselt. So, und damit sind alle 3 Bereiche bemalt. Und ich nehme jetzt eine Schere und schneide hier die Gummis einmal durch. Man kann sie natürlich auch wieder abrollen, also die Schere ist eigentlich gar nicht nötig, aber so geht es einfach ein bisschen schneller. So, und dann öffne ich das Papier wieder. Und hier seht ihr schon mal den richtig coolen Batik-Effekt. Das Ganze muss jetzt natürlich noch etwas trocknen und dann habt ihr wirklich ein super schön gefärbtes Tuch.
Ich habe das Küchenpapier jetzt ganz gründlich trocknen lassen und es ist wirklich ein super cooles Muster geworden, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, uns ein Abo dazulassen, da freuen wir uns natürlich auch immer. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!